Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sherlock Holmes. Ja, wir wissen hier nicht weiter, deswegen gehen wir mal beim Tor raus. Wir gucken mal kurz. Da oben sind ja die Schlafgemächer. Wir müssten eigentlich mal gucken, ob wir einen Blick auf die Straße haben. Weil das Dienstmädchen sagt ja, vom Fenster aus hat sie die Leute gesehen. Oh, hier war doch was. Tee. Da haben wir was. Da oben. It appears that the bell rope was cut by someone taller than me. Aber was jetzt? Hä? Glockenseil. It appears that the bell rope was cut by someone taller than me. Hm. A deer hunt. This door leads to the upstairs bedrooms. Apparently the criminals did not venture there. Ja, aber ich will aus dem Fenster lunzen, ob die Dienstrolle das wirklich sehen konnte. Jetzt, warum macht er das Seil nicht? Warum nimmt der das Seil nicht an? Naja. Watson, kann ich mit dir nochmal reden? Nee. Jetzt steht der am Fenster. I've searched outside for footprints. Halt dein Maul. Without any luck. Einer von euch war's. Oh, what a horrible. Please leave my Mary alone. She suffered so much. Gut, dann Seil analysieren. Gut. Da. Baker Street. Gibt's hier wieder was Neues? Hinweise? Nein. Ey, ich will einfach mal einen Schluck Kaffee trinken, jo. Let us see how the rope was cut. The fibers at the end of the rope are smoothly cut. Mhm. Let us try to find out what tool was used to cut the rope. Ja, mit einer Schere. The fibers from this cut appear to be different. The fibers from this cut appear to be different. Messer. If I cut the rope with a knife, it matches the original. Mit einem Messer. Wenn ich jetzt das nehme. Oh, jetzt wird auf einmal nichts mehr rot. Und hier die drei Personen. Wird das rot? Dann nehmen wir. Es gibt keine Ungereimtheiten. Dann müssen wir erstmal das nehmen.
bin aber trotzdem noch dafür, dass es nicht diese drei, ja, wie soll ich sagen, Idioten waren, die da so auf Raubzug gehen. Ein sehr interessanter Fall. Reden wir erstmal mit der Troller. Oh, what a horrible thing to have happened. Please leave my Mary alone. Oh ja. I've searched outside for footprints, without any luck. Watson ist jetzt nicht da. A fur trader's cabin. Aber wo ist das Messer, mit dem das durchgeschnitten wurde? Das wundert mich gerade. Hier gibt's halt einfach auch kein Messer. Und ich will immer noch hoch in die Schlafräume. Also irgendwas stimmt da nicht. Irgendetwas stimmt da nicht. Warum kann ich in den Garten, aber hier ist nichts? Der hat doch irgendwas damit zu tun, der Garten. Da komme ich nicht hin. Vielleicht von der Seite? Ja. Gar nicht so einfach. Also. Untersuchen Sie den Tatort im Esszimmer. Ich muss den Tatort immer noch untersuchen. Also ist dort irgendwas, was ich noch nicht gefunden habe. Wer schneidet dort oben bitte schön das Seil ab? A hunter scene. The Brackenstall family appear to be preoccupied with hunting. Hier gibt's echt Ungereimtheiten. Und hier saßen drei Personen. Definitiv. Der Stuhl ist verschoben. Der Stuhl ist verschoben. Der Stuhl da hinten ist verschoben. Und der wurde definitiv von dieser Seite weggenommen. Aber ist auch seltsam. Dann fehlen zwei Stühle. Das hier ist immer noch. Das ist immer noch nicht so. A bottle of wine is missing here. The criminals did not thoroughly ransack the house. They only took a little silverware. Ach, Hund, ich muss dich holen. Oh, lol. Das habe ich gar nicht gelesen. Dafür Bekanntschaft mit einem Seemann. Randall Bande, ein Profil lediglich inszeniert und die ganze Geschichte nur erfunden, um die Schuld für den Tod von den Randalls. Ja, ich bin immer noch dafür.
stimmt zwar das nicht mit meiner Vermutung überein, aber was soll's? Hund, komm mit. Come on, Toby. We need the best nose in the British Empire on this case. Da ist der Wookie. Hä? Okay. Search, Toby. Boah, ich bin als Hund unterwegs. Geil. Ah, und deswegen der Gärtner. Führt alles zum Schuppen. Da ist das Messer. Da ist das Messer. The intruders entered the shed for some reason when they were making off with the silverware. Und im Brunnen ist das Messer drin, hundertprozentig. Aus dem Schuppen kommt das Messer und im Brunnen wurde es dann reingeschmissen, damit es weg ist. Hm. The scent leads to the well. I should check it. Naja, da ist das Messer drin. Das Messer kommt aus dem Schuppen und ja, ist dann im Brunnen geschmissen worden. The intruder's trail is lost behind this wall. Wow, Bauchredner? The criminals left the house through the French window. They walked to the shed, then across to the well, before fleeing by climbing over the wall. I wonder why they chose such a winding route. Ja, danke Hundi. Kriegst irgendwann ein Leckerli. Einen fetten Knochen aus einem menschlichen Bein oder so. This hook might be useful. Das wird reiner Zufall. Small gardening tools, nothing of great interest. Bags of seed. Some empty bags were recently moved. This old suitcase sounds hollow. It must be empty. Hmm. There's Aha. something glittering at the bottom das there. Ist Besteck drin. But how can I reach it? I doubt that I will be able to draw this package out of the well with a bucket. Ja, okay, dann machen wir den Haken dran. Silver. Was haben wir denn da? This is hardly a coincidence. Irgendwo ist doch das Familienwappen bestimmt. The Brackenstall coat of arms. It appears that we have found the stolen silverware. Es war mir klar, dass diese drei Einbrecher nichts damit zu tun haben. Da unten. Inszenierter Einbruch. Aha! Seht ihr das? Es wurde von derjenigen Person getötet. Tut mir leid, hier
flog gerade irgendwas rum. Die in der Tatnacht zu Besuch in Abbey Grange war. Diese Person hat auch Lady Braxtel an den Stuhl gefesselt. Es handelt sich höchstwahrscheinlich um einen Mann, der groß und kräftig ist. Besuch eines Seemanns. Die Person, die in der Tatnacht zu Besuch im Abbey Grange war, ist oder war wahrscheinlich ein Seemann. Aha. Aber wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dann, bleibt gespannt, genießt den Tag und bye bye.